Ich darf Sie herzlich begrüßen, wünsche Ihnen einen schönen Abend. Freut mich, dass die Stimmung erkennbar gut ist und es viel zu besprechen gibt am ersten Tag der Schulferien, aber das betrifft hier keinen mehr, wie ich sehe. Jedenfalls schön, dass Sie gekommen sind und ich darf natürlich vor allem auch begrüßen unseren Stargast heute Abend, meinen Kollegen aus dem Deutschen Bundestag, den Staatsminister im Auswärtigen Amt, Michael Link. Lieber Michael, herzlich willkommen hier raus. Sehr, dass es auch noch kurzfristig, das heißt vor wenigen Wochen noch möglich war, jetzt in der beginnenden heißen Wahlkampfphase noch einen Termin zu machen mit einem derjenigen, die ganz nah dran sind an Europa und das nicht erst seit der Staatsminister. Seit der Staatsminister ist, er ist ja seit Ende 2011 oder Anfang 2012 war es, ne? Staatsminister, Anfang 2012 Staatsminister im Auswärtigen Amt, also international heißt das immer Vizeminister. Ja, also wenn man weltweit unterwegs ist, ist er Vizeminister für Auswärtiges. Klingt eigentlich noch besser, muss ich sagen. Aber, in Deutschland sagen wir dazu Staatsminister. Ja, wir kümmern uns heute mitten im Bundestagswahlkampf um Europa. Trifft sich insofern auch ganz gut, als dass natürlich die Europapolitik ein wichtiges Thema im laufenden Bundestagswahlkampf ist. Aber, und das ist auch der Hintergrund, warum wir das jetzt machen, wir haben Anfang November die Landesvertreterversammlung in Baden-Württemberg, wo wir eine Vorschlagsliste machen der Europakandidaten aus dem Land. Und deswegen sind wir ohnehin gezwungen, relativ zeitnah doch auch so eine Nominierung zu machen, einen Vorschlag zu machen eines Europakandidaten bei uns aus dem Kreis Böblingen. Insofern lag das ohnehin an. Wir haben das jetzt in den Bundestagswahlkampf integriert. Ich glaube, das ist gut. Wir müssen jetzt noch einige Formalien erledigen, weil eines Versammlungsleiters und einer Zählkommission.